Seit 2017 mussten die Zuschauer ohne das Best-Buddy-Duo auskommen. Zunächst verließ Fabrizio die Fernseh-WG, ein Jahr später auch Ole. Doch für beide führt der Weg nun wieder ans BTNZ, was die TV-Stars einfach nur total happy stimmt. Auch Fernando versicherte seiner Community im Netz, es handle sich wirklich nicht um einen Gag. Das Warten hat ein Ende. Ich zieh ein. Und ich freue mich, schrieb der Herzblut-Italiener in einem aktuellen Beitrag.